Hallo David und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Rosengarten und ja, unseren außerirdischen Zwillingen zum Beispiel und überhaupt der ja irgendwie Patchwork Family. So, unsere Liebe, die Rosa ist das, die geht jetzt erstmal ins Bad und ich muss mal gucken, wie ich ihren Spaß gleich mal noch erhöhen kann, vielleicht indem du das ein oder andere noch fix betrachtest. Okay, ich muss mal gerade überlegen, was sie denn noch alles betrachten könnte. Du könntest nach oben gehen, guck mal, einmal, zweimal das da dran oben betrachten vielleicht. Dann könnten wir, ja, so, alle gehen jetzt, die vielleicht da waren. Genau, er ist noch da, freundschaftlich umarmen. Das waren 10.000, die wir einfach so rausgeschmissen hatten. Rausgeschmissenes Geld, sagt man so schön, ne? Naja, egal. So, du kannst hier nochmal den... Achso, das ist Norbert Sonntag. Wen kannst du denn anrufen? Das sind alles... Keine von denen kennen wir eigentlich. Ja, das ist so blöd, aber es ist so... Oh Gott, David ist sie auch noch drin. So, jetzt lass dich mal überlegen. Tristan, Traumtänzer, komm, den rufen wir mal an. Was ist das? Er hat mich voll... Ja. Ja, dann komm, verabschiede dich mal von allen, weil das ist jetzt eigentlich egal. Die können alle jetzt mal nach Hause gehen. Genau, wie... Okay, wisst ihr was? Wir gucken erstmal, dass die Familie sich auch ganz gut verträgt. Und das ist doch auch wichtig. So, Kasper, du kannst auch mal nach Hause gehen. Ich esse noch mal was. So, genau. Das Wochenende ist, denke ich mal, dafür da, um damit die Familie sich mal ein bisschen näher kommt. Du bist ins Bett gegangen, ja. Und, damit das alles rund geht. Ja, bei dir habe ich gesagt, du sollst doch nach oben gehen. Komm mal hierher. Und dann kannst du hier betrachten. Upsala. Betrachten, betrachten. Da muss ich mal gucken. Das waren, glaube ich, nicht deine Hausaufgaben. Das waren die da drüben. Achso, bei dir, glaube ich, ich weiß noch gar nicht, was für ein Hobby du hast. Hier. Das ist nochmal, wo ich jetzt gerade am Überlegen bin. Was könnten wir denn... Achso, Moment. Eigentlich müsste sie ja all das, was hier ist, könnten oder müssten wir ja... Also könnten wir doch ausschließen. Okay, warte mal. Dann sei mal so lieb. Ach Gott, Physiologie muss ich auch noch lernen. Geh mal kurz kochen. Eher lernen. Möchte es einfach... Ach nee, das ist dein Fall, das ist aber nicht dein Bett. Ich bin mal gespannt, ob Kochen das Richtige ist oder vielleicht Sauberkeit. Das kann ja auch nicht sein. Jessica, wo bist du eigentlich? Ach, die wärmt sich irgendwo unten auf. Okay. So, mit der Rosa hast du es auch nicht so. Ja. Wir sind... Ich glaube, er ist noch am besten, ne? Wobei, so, kochen ist es anscheinend aber auch nicht. So, dann geh nochmal und mach mal die Sauberkeit. Ja, legst ihn ja nebendran. Nee, du kannst mal derweil alle Bücher aufräumen und danach kannst du ein Bad nehmen. Natur ist es. Okay. Super. Also nach der Mama im Grunde. Das muss ich mir gerade mal aufschreiben. Natur. Super. So, sie ist bald fertig, während die anderen alle noch gar nicht angefangen haben.
So, sie, und sie ist noch im Bad. Wie die Zwillinge selber, die hatten, da hatte ich erst angefangen, dass die beiden sich gut verstehen. Es war halt immer so viel Chaos in dem Haus, dass ich da überhaupt gar nicht groß dazu kam, dass sich alle wirklich so toll verstehen. Halt, Moment. Ah, komm schon. Betrachten, betrachten, betrachten. Dann gehst du nochmal auf die Toilette. Und um diese Zeit auch nochmal gleich schlafen. So, und du gehst das mal... gut, du gehst hier nochmal betrachten. Und gehst da hier drüben nochmal betrachten. Ach Gott, wie süß, wie sie gewippt hat gerade eben. So schwer hat sie es. Und danach gehst du nämlich einmal Hausaufgaben machen. Roxanne. Gut, Roxanne, dich kann ich dann auch mal sagen. So, er geht schlafen, okay. Dann gehst du mal ins Bad und gehst erst nochmal hier unten das was essen. Vielleicht kommst du noch rechtzeitig. Und danach kannst du abspülen oder aufräumen. Und Jessica, achso, wobei, vielleicht soll Jessica einfach aufräumen. Und Abendessen, ach Gott, genau, Omas Supersuppe machen wir doch. Das passt, ja. Das passt, finde ich, ganz gut. So, er schläft. Und die zweite, genau, du kannst mal langsam aufwachen. Dann gehst du erstmal rüber, gehst erstmal baden. Und dann machst du erstmal Hausaufgaben. So, Roxanne, Sauberkeitspunkt. Oh, sie macht sehr schnell, sehr schön. Zacka, zacka. Wow. Genau, mit dir darf ich nämlich auch nochmal ein bisschen was machen. Weil ich mal ganz kurz auch schauen möchte, was habe ich? Okay. Das finde ich ein schöner Schlafanzug. Auch wenn es jetzt halt kurzärmlich ist und für den Winter ist es vielleicht ein bisschen kalt, aber in der Küche ist es bestimmt warm und im Bett vielleicht ja auch. Und von daher soll es einfach mal sehr, ja, in Ordnung sein. Schläft. Sie schläft auch da oben. So, die macht die Hausaufgaben. Und du bist noch hier drüben. Ich komme mal. Upsala, ich muss mal gucken, ob sie da hinkommt. Ich bin mir nicht so sicher, weil das Ding hier so nah dran steht. Das sieht aber. Nee. Ich wollte noch sagen, es sieht gut aus, aber nee, das sieht nicht gut aus. So. Jetzt, jetzt muss es gehen. So, jetzt, ja. Gut, sie ist jetzt fertig. Dann mach du das nochmal betrachten. Auch nicht umziehen. Moment, betrachten. Und dann gehst du runter zum Essen. So. Was? Warum räumst du das auf? Okay, das hier kannst du abspülen. So, und du musst auch noch Hausaufgaben machen, deswegen schicke ich dich erstmal zu den Hausaufgaben. Ja, erstmal alles erledigen, ne? So. Okay, und sie hat eigentlich mit der Tochter und die Tochter kommt gerade runter. Das wäre doch, das passt doch. Passt doch gerade. So, da kommt sie. Und dann können wir gerade noch ein bisschen miteinander quatschen. So, das machen wir abspülen. Den legst du mal weg und dann setzt du dich mal neben ihr oder über, also zu ihr hin. Genau. Und ermutigen. Zur Nettigkeit. Nein!
Geht nicht, ne? Wenn sie doch zusammen essen, Erin, dann quatschen die doch auch immer miteinander. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Naja, gut. Dann würde ich sagen, warte mal, reden, abhängen. So, er ist fertig. Dann darfst du dich mal umziehen oder anziehen. Und gehst auch erstmal was essen, würde ich sagen. So, sie ist bald auch ausgeschlafen. Und du bist fertig. Wartet doch mal. Hier, betrachten. Oh, jetzt, was ist denn jetzt wieder verkehrt? Betrachten, betrachten. So, was haben wir denn oben? Okay, was müssen wir noch? Physiologie. Lern du mal Physiologie. Und die zwei da. So, sie genießt mal, dass sie ihre Eltern bald zusammen hier hat. Wobei dann jetzt vielleicht mit der Mama. Mama, komm, lass mich mal abhängen mit dir. Wobei sie sind nicht wirklich ihre Mutter. Achso, stimmt. Da wollte ich mal gerade gucken. Polonation Tolgate. Polonation Tolgate. Oh, lass mich noch mal ganz kurz gucken. Warum hängt sie denn hier drin? Das ist die gleiche. Ist es immer die gleiche? Das ist ja nervig. So, ihr macht das mal. Du bist dann mal mit Aufräumen dran und ich weiß nicht. Ehrlich, ich habe mit ihm auch nie Physiologie zu Ende gelernt. Naja gut, das kannst du dann in deinem Alter nochmal machen. Und du stehst mal auf. Und ich möchte mal ganz kurz gucken, was wir denn eigentlich für Klamotten drin haben. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob alle schon... Achso, was macht sie denn da? Genau, ich möchte mal gerade kurz gucken, ob wir was anderes noch anziehen. Weil das ist jetzt so ein bisschen bauchfrei. Wobei, das ist auch ziemlich bauchfrei. Und das ist jetzt halt gleich oder bald Winter. Und ob ich nicht lieber sowas anziehen möchte. Ja, ich möchte das anziehen. So, dann zieht ihr aber auch das dann an. Oh, Silber. Ganz ehrlich? Das hier zu den grünen Augen? So, ich weiß noch nicht genau. Genau, warte mal. Wir könnten... Wobei sehr viel zu... Sehr viel zu... Wo gehst du denn hin? Hier, sie geht irgendwie zu irgendeiner Schwester runter. Roxanne, die ist hier draußen. Die ist auf jeden Fall fertig. Okay, die macht jetzt einfach mal den Spaß hoch. Sie lernt und die beiden... Deine Schwester möchte gerne mit dir irgendwas unternehmen, während du aber noch mit deiner Mama quatschst. Aber ich möchte das jetzt einfach erstmal angehen. Das passt auch ganz gut. So, René und die Ronja brauchen wir nicht weiter zusammenzukriegen. Ronja allerdings mit Roxanne oder mit einem der beiden Geschwister. Also das können wir im Grunde schon machen. Oh, das passt ja gut. Warte mal, ups, dann bringe ich dir Roxanne gerade mal runter, würde ich mal so sagen. So. Und du, was lernst du nochmal? Ach, Physiologie, okay, das dauert. Das dauert. Der Papa lernt das auch irgendwann, wenn er denn mit dem Essen endlich fertig ist. So, René hat die Krippe, toll, trotz der Suppe.
Hat sie dir nichts gebracht, die Suppe? Hier, mach mal weglegen. Oh mein Gott. Und dann Physiologie. Er mag keine Physiologie. Hi, es ist krass. So, die zwei. Boah, das ist immer kalt, Roxanne. Du bist doch auch so draußen gewesen. Oh Mann, guck mal. Das wäre. Nee, also ist nicht so toll. Anton läuft gern. Ist das nicht der? Natürlich, hallo Anton. Die beiden quatschen noch ein bisschen miteinander und ja. Eigentlich alle so beschäftigt, ne? Ja, guckt mal. Er hat keinen Bock drauf. Jetzt, hier. Weglegen. Einmal am besten da rein. Sehr schön. Und dann Physiologie. Ich bleibe jetzt mal gerade bei ihm. Ja, hier ist er. So, und wie weit sind wir? Oh Gott, er muss erst anfangen. Oh mein Gott. Also es gibt auch immer wieder so Ausreißer, wo ich es irgendwie trotz allem nicht gemacht oder geschafft hatte. Dass sie lebenslange Zufriedenheit und Physiologie lernten. So, wie sieht's aus bei euch? Oh Gott, das geht aber auch urig langsam bei denen. Das ist so der Hammer. Ist sie schon... Ja, klar, sie ist schon voll. Sie ist schon voll mit der Logik. Okay, wie weit sind wir? Wir sind bei 100. Also dann würde ich mal sagen... Ich setze mich mal rein. Und du gehst mal hier rein. Und warte mal, meine Katze kommt gerade hier so angekuschelt. Oh, okay, Mama. So. 8:42 Uhr. Eigentlich sieht es soweit ganz gut aus. Ja, mit ihr hätte ich jetzt eigentlich gerne auch noch mal ganz kurz das hier mal angeschaut und dann, dass sie sich umzieht. Also, ja. Und hier würde ich jetzt mal abbrechen. Du gehst dann mal auf die Toilette und auch mal duschen und uppala. Und dann gehst du mal ins Bett. Und die... So, mache ich es mit ihr auch so. Die schicke ich ganz nach oben, baden und schlafen erstmal. René. René hat einfach absolut keinen Bock auf. Ja. Shit. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn jetzt hin? Genau, die Tochter kommt nämlich gerade rein. So, ich glaube, ja, ihm geht es nicht so gut, glaube ich. Er hat die Grippe. Von daher, na gut. So, das gucke ich jetzt gerade nochmal an. Genau, weil ich auch hier am Überlegen bin, das sind nur diese, die sind ja auch so bauchfrei. Das wäre ein bisschen weiter runter zumindest. Oder ich gebe dir auch eines dieser... sportlich? Nein. Das würde theoretisch noch so ein bisschen gehen, finde ich. Ja, auch wenn es ziemlich dünn aussieht. Ich gebe dir das einfach jetzt. So, so, ich glaube, ich sage aber jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Wir gehen dann das nächste Mal zu, ich glaube, da drüben, genau, zu Familie Hübsch, Caroline Hübsch. Ja, das machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich sage Tschüssi, eure Sakinaba. Ciao, ciao.